so langweilig. Beim Atem des Erbauers, was ist hier geschehen? Grauer Wächter, bitte tut meinem Sohn nichts. Er ist für seine Taten nicht verantwortlich. Tja, dann ist der Typ also der Auslöser von dieser ganzen Seuche. Nein, sag das nicht! Der Junge ist also eine Abscheulichkeit geworden und hat den Schleier zerstört? Connor wollte das nicht. Es war der Magier, der ihn vergiftet hat. Der hat alles ausgelöst und den Dämon beschworen. Connor wollte nur seinem Vater helfen. Und ist dann mit dem Dämon eine Abmachung eingegangen. Dummes Kind. Es war ein fairer Handel. Vater lebt, genau wie ich es wollte. Jetzt nehme ich auf dem Thron Platz und erobere mit meinen Armeen die Welt. Niemand sagt mir mehr, was ich tun darf. Niemand sagt ihm, was er tun darf. Niemand! Still, Onkel! Habe ich nicht gesagt, was passiert, wenn du weiterhin so schreist? Doch, das habe ich. Aber bleiben wir doch gesättigt. Diese Frau soll ihre ersehnte Audienz bekommen. Sag mal, Frau, weshalb bist du hier? Ich muss zu Al-Emen. Aha, ein besorgter Gönner. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das überflüssige Schleichen und Morden hättest du dir sparen können. Aber Vater ist so krank. Wir sollten ihn wirklich nicht stören. Stimmt's nicht, Mutter? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Seit du die Ritter fortgeschickt hast, willst du mir immer nur den Spaß verderben. Mir wird langsam langweilig. Ich will Aufregung. Ich will Taten sehen. Die Frau hat mein Spiel ruiniert, indem sie das blöde Dorf gerettet hat. Und jetzt muss sie für Ausgleich sorgen. Ja. Was soll der Scheiß? Bentigen. Wache. Du greifst mal die an. Ja. So. Ah nein, du greifst den. Und hau ich da mal das drauf. Oh mein Gott, Sir Purse. So. Ich würde sagen, wir reihen nicht uns auf. Jetzt müssen wir mal das drauf. Tegan, bist du in Ordnung? Es geht mir jetzt besser. Ich bin wieder Herr meiner Sinne. Andraste sei gepriesen. Deinen Tod hätte ich mir nie verziehen. Schließlich habe ich dich hergebracht. Ich bin so eine Närrin. Bitte. Connor ist dafür nicht verantwortlich. Wir müssen ihn doch irgendwie retten können. Ja, von wegen, ich wusste es die ganze Zeit. Ich werde kein Kind töten. Das Kind ist zweifellos zu einer Abscheulichkeit geworden und kann nur noch auf eine Art aufgehalten werden. Er ist nicht immer dieser Dämon. Connor steckt noch in ihm und kommt manchmal zum Vorschein. Bitte, ich will ihn doch nur beschützen. Hat nicht dadurch alles angefangen? Du hast den Magier hergebracht. Er sollte Connor insgeheim unterrichten, um ihn zu beschützen. Wenn sie herausgefunden hätten, dass Connor Magie beherrscht, hätten sie ihn fortgebracht.
Ich dachte, wenn er im Geheimen genug lernt, dann... Tja, warum ist er fortgelaufen? Wo ist Al-Emin? Ihr wusstet also nicht, dass ihr einen Meuchelmörder angeheuert hattet? Nein, ich habe Logan vertraut. Warum auch nicht? Wie hätte ich wissen können, dass der Magier, den er schickt, ein Mörder sein würde? Und Emin kannte deine Pläne nicht? Ist dir nicht klar, was du getan hast, Isolde? Emin hätte verlangt, dass wir das Richtige tun, aber ich wollte meinen Sohn nicht verlieren. Nicht an die Magie. Jetzt verliert ihr ihn womöglich doch und noch viel mehr. Ja, stimmt eigentlich. Nein. Nein, bitte. Es muss doch einen anderen Weg geben. Wir müssen doch etwas tun können. Ja, was denn? Ich würde normalerweise kein Kind töten, aber... Er ist eine Abscheulichkeit. Da haben wir wohl keine Wahl. Wir können keinen Jungen töten, Dämon oder nicht. Ihr könnt das doch nicht ernsthaft erwägen. Connor ist mein Neffe, aber er ist auch von einem Dämon besessen. Der Tod wäre eine Gnade. Nein, das kann nicht sein. Was ist mit dem Magier? Vielleicht weiß er ja etwas über diesen Dämon. Wenn er noch lebt, könnten wir ihn zumindest fragen. Ja, er ist unten im Kerker. Dann müssen wir ihn sofort herbringen. Ich weiß nicht, ob wir ihm trauen können, aber wir müssen herausfinden, was er weiß. Tegan, holst du ihn? Ich versuche es. Aber wenn er sich weigert, werde ich ihn töten. Bin gleich wieder da. Da bin ich ja mal gespannt. Nach all euren Missetaten könnt ihr von Glück reden, am Leben zu sein, Jowen. Ich habe keinen Dämon beschworen, Lady Isolde, aber den Aal habe ich vergiftet. Und damit begann alles. Ich würde helfen, wenn ihr es zulasst. Der Dämon in Connor muss zerstört werden. Connor zu töten ist dabei sicher die einfachste Methode. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Ein Magier könnte sich dem Dämon in nichts stellen, ohne Connor dabei selbst zu verletzen. Was bedeutet das? Der Dämon steckt doch in Connor, oder nicht? Nicht körperlich. Der Dämon hat Connor bei seinen Träumen im Nichts übernommen und kontrolliert ihn von dort. Wir können die Verbindung zwischen ihnen dazu benutzen, den Dämon zu finden. Ihr könnt das Nichts betreten und den Dämon töten, ohne meinem Jungen zu schaden? Nein, aber ich kann einen anderen Magier dazu in die Lage versetzen. Das erfordert sonst Lyrium und mehrere Magier. Aber ich habe Blutmagie. Welchen Unterschied macht das? Lyrium liefert die Energie für das Ritual. Aber ich kann sie auch aus der Lebensenergie von jemandem ziehen. Aber das Ritual braucht viel Energie. Alles, um genau zu sein. Jemand muss also sterben. Jemand muss sich opfern. Ja, und dann schicken wir einen anderen Magier ins Nichts. Ich kann nicht, weil ich das Ritual durchführe. Ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Es ist... nicht wirklich eine Lösung. Gibt es keine andere Methode? Die Energie muss von irgendwoher kommen, also entweder Lyrium oder Blut. Dann soll es mein Blut sein. Ich werde mich opfern. Was? Isolde, bist du wahnsinnig? Emin würde das nie zulassen. Entweder tötet jemand meinen Sohn, um das Ding in ihm zu zerstören, oder ich gebe mein Leben, damit er seines behält. Für mich eine einfache Entscheidung. Blutmagie? Wie soll uns etwas Böses helfen? Zwei falsche Vorgehensweisen machen das Ganze doch nicht richtig. Ich halte es für eine vernünftige Lösung. Und eine freiwillige haben wir auch. Ja. Connor ist daran schuldlos. Er sollte nicht dafür bezahlen müssen. Es liegt an euch. Ihr wisst mehr über solche Dinge als ich. Ja. Und es ist euer Gefährte, der ins Nichts geht. Es ist eure Entscheidung. Seid ihr ganz sicher bereit für den Tod, Lady Isolde? Ich bin sicher, das Risiko ist es wert. Es muss doch noch einen anderen Weg ins Nichts geben. Lyrium und viele Magier findet ihr beim Zirkel der Magie, wenn die so etwas überhaupt machen. Der Zirkel ist nicht weit weg von hier. Glänzende Idee. Immerhin betrifft einer der Verträge auch den Zirkel der Magie. Der Turm ist etwa eine Tagesreise entfernt, jenseits des Sees. Ihr könntet die Magier um Hilfe ersuchen.
Aber was geschieht hier? Connor wird nicht ewig so passiv bleiben. Das Risiko gehe ich ein. Nun gut. Ich behalte Jowen vorsichtshalber hier. Er will uns helfen, also soll er mit uns auf Connor aufpassen. Dann rasch zum Turm. Je länger ihr fort seid, desto wahrscheinlicher wird eine Katastrophe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde es tun. Erstmal sehe ich mich hier um. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich hier machen kann. Darf und sollte. Vor allen Dingen wäre ein schönes neues Schwert, was auch ein bisschen blitzt oder so, wäre ganz geil. Da ist der Hof. Okay, dann gucke ich mich da erstmal um. Ladidadidadidam. Haupthalle. Und ich wollte jetzt... Ach, warte. Ja, hat nicht...